Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 2.7.2021. Unser DAX hat den Monatsauftakt im Juli hinter sich springen können und die Kuh, die hier gestern noch ins Wasser gesprungen ist, hat zumindest gezeigt, dass ich schwimmen kann oder zumindest wenigstens in dem noch flachtiefen, knietiefen Wasser hier stehen kann. Ne? Unser DAX, der ist nicht unten rausgekommen. Also er hat auf jeden Fall genau gemacht, was er machen sollte. Also, wir haben gesagt, dass er bestimmt jetzt hier wieder und doof hin und her springt. Haben gesagt, dass er bestimmt zwischen 6,30 und 5,10, ne, so irgendwie so einfach dazwischen hin und her springt, dass das typisch wäre für einen Donnerstag. Man sollte oben ein bisschen aufpassen in dem Bereich. Insbesondere wenn er dann über die 6,70 auch rausgeht, hat man, glaube ich, gesagt, ne, weil er sich dann echt nach oben hin viel Platz schaffen kann, aber dass man da aufpassen soll, wenn rote Stundenkerzen reinkommen halt, ne? Genauso wie man unten gucken sollte, wenn grüne Stundenkerzen kommen. Ja, das erzähle ich eigentlich auch jeden Donnerstag, weil das klappt einfach donnerstags immer ganz gut. Haben wir gestern ja auch so gesagt und hat ja auch ganz gut geklappt. Ne? Der hat ja gleich nach 9 Uhr, glaube ich, dann die erste Stundenkerze gleich auf Rot gedreht. Und da haben wir dann schon bei uns geschrieben hier im Verteiler: Vorsicht, Vorsicht, rote Stundenkerze. Wenn er das macht, was er immer donnerstags macht, dann geht er jetzt runter auf 5,50, macht das Gap zu bei 5,69 und dann ab zu 5,10 gegebenenfalls noch. Und das hat er voll ausgefahren, voll ausgefahren. Von dort sollte er dann einen Rücklauf bringen in die 590-600 rein. Auch das hat er getan, haben wir ja gestern auch drüber gesprochen. Er ist bestimmt dann hier wieder zurückspringt. Ja, und dort ist es ein bisschen verkümmert halt. Ne? Also vor allen Dingen die Aufwärtsbewegung ist ganz schön verkümmert im Verhältnis zur Abwärtsbewegung. Aber man muss auch sagen, dass der Abwärtsdruck dort ein bisschen raus ist. Wenn ich mir das jetzt so angucke, muss ich sagen, dass schon drunter tut mehr Druck drauf war die letzten Tage halt, aber sie kommen unten nicht raus. Immer wieder an den gleichen Bereichen, tritt der Markt sich ein, kommt wieder hoch, kriegt einfach unten das Ding nicht rausgehebelt. Kommt jetzt immer mal ein bisschen tiefer wie noch Ende letzter Woche, aber er kommt halt nicht unten raus, wird immer wieder hochgezogen, immer wieder in die 15.600 reingezogen und dort nicht abgleiten gelassen. Dadurch ist das sehr korrektiv, auch die Abwärtsbewegung verzögert sich seit dem letzten Allzeithoch unheimlich in die Länge. Und das fällt dem Markt manchmal leichter, wenn er noch ein neues Allzeithoch setzt, um schneller zu fallen. Das fehlt halt hier. Und dann kommt so ein Kauderwelsch halt bei raus. Es sieht ein bisschen aus wie eine Flagge, aber die steht null im Verhältnis mit hier ist das Allzeithoch halt. Ne? Also so eine Flagge in der Ausprägung, das ist keine Flagge. Das ist keine Flagge. Das ist einfach eine Fortsetzung des Korrekturmusters, was hier besteht. Und wir sehen allerdings hier auch jetzt schön diese, ja schon fast ABC-Formation. Wir sehen ein dynamisches Anziehen. Das heißt theoretisch. Wirklich rein nach Lehrbuch müsste der DAX eigentlich zum Freitag jetzt nach unten weiterziehen und hier so versuchen, so einen Kanal voll zu bauen, damit er nochmal übergeordnet so eine 1, 2, 3 hinkriegt hier, ABC nochmal nach unten hinkriegt, so in die Richtung halt hier. Ne? Dass er probiert, diese Welle jetzt nochmal hier rauszutreten, das war quasi der erste Auftakt davon. Jetzt gab es ein bisschen Gegenwehr, dreiteilig nach oben, spricht auch eher für eine B, für eine untergeordnete B-Welle. Ne? Und dass er dann hier jetzt nochmal anfängt, ein bisschen nach unten zu treiben und gegebenenfalls sogar hier reinstechen kann. Ne? Das ist schon attraktiv, aber da muss man ganz, ganz, ganz klar sagen, das sollte man sich auch die Mühe machen, intraday auf die untergeordneten Zeiteinheiten zu gucken. Ne? Dass man auch tiefere Tiefs einfordert von ihm. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, die letzten zwei, drei Updates, die wir hier über den Verteiler rausgegeben haben, die haben da auch hingezielt. Ne? Haben gesagt, er muss jetzt unter 5,35, wenn er unten noch heute was machen will, muss er unter die 5,35 wieder drunter und muss sich anfangen, tiefere Tiefs zu stellen. Hat er nicht gemacht halt. Ne? Hat er einfach nicht gemacht. Sich eher weiter hochgekleckert. Und so wie der hier steht, ja, es ist auch, das kann auch nach oben wieder gehen. Ne? Es ist die letzten Tage, wir kennen das alle, was der hier macht, die ganze Zeit. Das weiß jeder von euch. Da braucht ihr das Video nicht zu gucken, wenn ich euch fragen würde, was hat der DAX die ganzen letzten Tage eigentlich gemacht? Weil er hat nichts gemacht. Es gibt die einen, die sagen, ja, musst hier einfach nur Long-Only handeln, ne? Bringt dir das immer wieder in den Gewinn. Es gibt aber auch die anderen, die sagen, ja, brauchst du bloß einfach jedes neue Hoch da wegshorten, jede lange grüne Kerze shorten, der kommt eh immer wieder runter. Und da merkt ihr schon, es gibt die einen, die sind total überzeugt, der steigt ja die ganze Zeit und Long ist total safe. Die anderen sagen sich, der steht halt auf der Stelle, bringen wir es auf den Punkt. Ganz neutral. Wenn ich keinen Long drin habe, keinen Short drin habe, frage ich mich, was macht der Kerl hier eigentlich? Weil er kommt nicht von der Stelle. Ich meine, an dem Niveau, wo wir hier rumkratzen, waren wir schon Mitte April gewesen, Freunde. Eine 5,30. Ah, hier, wo wir jetzt tagestief gesetzt haben, da haben wir schon am 15. April gemacht. Das ist jetzt schon fast 2,5 Monate her. Und der kommt hier nicht vom Fleck, weder oben noch unten halt. Einfach festgerammelt halt. Ne? Also,
Weiß nicht. Da, ich will mal gerne hier wieder ein bisschen Movement sehen, und so wie der hier aber rumbockt und so wie der ausschlägt, glaube ich, wird es nicht mehr lange dauern halt. Ne? Unser DAX bereitet lange Strecken oft so vor, bis es so rumknallt halt, ne? Bis gar keiner mehr Lust hat, irgendwie überhaupt mal einen Ausbruch zu handeln, weil es kommt ja eh immer wieder zurück. Und man hat das ganz deutlich am Sentiment gemerkt. Die wurden richtig trainiert, kann man sagen. Ja, der hat das Sentiment die letzten 2 Tage richtig trainiert. Er hat sie oben. Sind sie alle short gegangen? Er hat sie bedient. Sie sind im Anstieg alle short gegangen, hat sie bedient. Dann hat sie den Gewinn wieder gelassen. Dann sind unten alle in den Anstieg long gegangen. Dann hat sie bedient, hat sie den Gewinn gelassen. Wen hat er abgestraft? Die Leute, die hier drinnen mit Stop-Loss gearbeitet haben. Die hat er rausgerissen. Oft. Nicht immer, aber es kommt darauf an, wo der Stopp gelegen hat. Aber die hat er in der Regel rausgerissen. Auch hier. Dann hat die Leute rausgerissen, die mit Stopp arbeiten. Und dieses Geilmachen, dieses Aufziehen, dieses Vorbereiten, das hat man häufig vor Phasenwechseln, bevor der DAX wirklich mal wieder anfängt, konstant 800, 900.000 Punkte am Stück durchzulaufen. Ja, weil die Leute, die sind dann so drauf, die denken sich so, na, hat die ganze Zeit geklappt, ach, ich lasse die Scheiße jetzt mit dem Stop-Loss sein, das bringt ja eh nichts, mach das jetzt wie die anderen, mach hier 3, 4 von 5 Positionen von rein, wird schon irgendwie wieder reinkommen, wird schon irgendwie wieder zurückkommen, und dann rennt er los. Dann rennt er den einen Tag los, macht 150 Punkte, dann kommt ein Gap in die Richtung, wo er losrennt. Steht ihm hier frei, welche er sich aussucht. Hat noch kein Signal gesetzt, noch keine Entscheidung getroffen. Und dann setzt er in den Gap, lässt das offen, rennt weiter. Macht nochmal 250 Punkte hinterher. Da findet keiner mehr einen Einstieg dann. Ja, aber die, die dagegen gehauen haben, die hauen noch mehr dagegen. Und die geben dann dem Markt das Geld. Die machen sich dann so richtig frei, die legen dann so richtiges Portemonnaie auf den Tisch und sagen, na komm, nimm dir raus, was du haben willst, Junge, halt. Na, und Kreditkarte kommt, die, bitte, bedient dich. Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht sich mit ihm versucht anzulegen. Man darf das nicht persönlich nehmen. Ja, der macht das für die anderen, für die 90%, die eh immer verlieren. Für die macht er das, nicht für euch. Ja, versucht euch da wirklich ein bisschen rauszunehmen, damit ihr das nicht persönlich nehmt, weil das ist gefährlich. Wenn man sich dann so versucht zu duellieren und so nach dem Motto, naja, ich habe den längeren Hebel und ich habe hier noch viel Geld und das ist ja alles egal, kann er machen und so weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, im Zweifel einfach mal kurz machen lassen halt. Dann Schritt zurück, dann einfach mal nicht drin rumfuchteln. Ne, den ein bisschen rauskommen lassen, gucken, na, wo haut er jetzt die Leute an die Wand? Wo geht er raus, wo haut er die Leute an die Wand, und dann versuchen mitzugehen halt. Ne? Das ist immer leichter mitzugehen, als sich dagegen zu stellen. Das ist einfach so. Auch wenn es hier gerade bedient wird, ja, aber die Leute, die dir gegengestellt haben, haben sich da meist nicht wohlgefühlt. Und damit, in der Regel, verdienen die Leute damit auch nicht unbedingt Geld. Die kommen zwar am Einstand wieder raus, aber die holen sich dann da so 10 Punkte oder so und dann auch nichts gekonnt. Dafür haben die dann hunderte Punkte minus gesessen oder wenigstens mal 100, um dann irgendwo wieder am Einstand knapp rauszukommen, die Position zu drehen. Plötzlich ist er auf der anderen Seite genauso im Minus. Ne? Das ist so typischer Privatanleger. Ja, und deswegen will ich euch das einfach nur beschreiben, was er hier tut. Er bereitet die Leute vor, hier mal wieder ein bisschen Strecke zu machen. Ja, da muss man wirklich ein bisschen hellhörig bleiben, und man muss die anderen Leute beobachten jetzt. Ne? Nicht sich selber mit dem DAX in ein Duell begeben, ne? Sondern seht den als Duellant mit anderen. Ne? Beobachtet die anderen. Wo versagen die? Und dort könnt ihr euch das Geld holen, weil dort geht es am leichtesten. Da, wo die Masse dann scheitert, ist es am leichtesten, Geld zu holen. Ja, das ist einfach so. Das ist schon immer so gewesen beim Trading. Ja, wenn viele verlieren, kriegst du die Trades am einfachsten rein. Ja, Post Plus eröffnen und der läuft dir direkt in den Gewinn. Da, wo die meisten am weitesten schreien. So, Fakt ist, springt hier viele rum, hat den Short Trigger nicht bedient, ist nicht unten raus, ist nicht unter die 5-10, hat es oben auch nicht hingekriegt. Ich wollte jetzt sagen, geschissen bekommen, aber man wirft mir jetzt immer vor, dass ich etwas zu vulgär spreche. Ich spreche halt so, ne? Ich muss mich hier nicht verstellen, ich will euch nichts verkaufen. Das ist halt, so bin ich halt. Das kann man mögen oder nicht. Und entweder man mag es und guckt die Videos, oder man mag es nicht. Dann gibt doch genug andere Videos. Ich glaube, da braucht man sich nicht hinstellen und versuchen, einen 30-jährigen Mann nochmal dazu zu bewegen, sich zu ändern. Menschen ändern sich nicht, ich mich auch nicht. Ich versuche es, aber Menschen ändern sich nicht. Ja, das bleibt dann einfach so. Also, aber gut, vollkommen egal. Und Fakt ist ja, 670 jetzt direkt noch nicht bedient, aber er steht nach oben ein. Ne? Die Taxikette ist auch grün. Ich glaube schon, dass wenn er sich Mühe gibt zum Freitag, weil wir haben das ja oft gesehen mit Freitag oben lang raus und so, das kennt ihr alle, dass der 87.800 erreichen kann am Freitag. Ja, dass er an Allzeithochniveau geht. Ich glaube nicht, dass er ein neues Allzeithoch hinkriegt, aber
Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich sehr nah vorlegt und dann zum Montag eins reinsticht und dann wieder rückwärts zurückkommt und die ganze Rolle zurück. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Warum? Einfach weil die letzten Freitage immer wieder eher stark waren. Ja, außer der Verfallsfreitag sind Freitag oft die Tage gewesen, die ganze Woche nochmal versucht haben, ins Grüne reinzuziehen. Ja, richtig starke grüne Wochenkerzen hinzustellen. Ja, und deswegen würde ich schon sagen, also wenn der über der 6,30 da bleibt, 6,40, wenn er über 6,40 bleibt, und auch über 670 gebe ich ihm Raum bis 750, 800 zu steigen. Ja, schon. Punktuell vielleicht sogar einen kleinen Long da drinnen zu zünden. Also wenn unsere Elisa da über 700 einen Long reinstellen will, ich würde ihn dann auch freigeben halt. Ne? Weil es ist Freitag, er ist unten nicht rausgekommen. Ja, das ist. Dieses Grün aufgedreht zum Schluss. Wir erinnert euch aber, ne? Dieses grüne Aufdrehen hat man hier auch da. Ne? Und dann kam das aber. Trotzdem hat er aufgedreht. Das heißt, ne? Da hat unser Jesaja aus dem Chat, war da böse gewesen, ne? Weil wir gesagt haben, der dreht auf, der kann nach raus. Bitte nehmt das ernst. Das hängt an einer Bedingung. Er soll dann bitte auch über 6,30, 6,70 laufen, damit wir da auch kurzfristig Long-Position. Das heißt jetzt nicht nur, weil der hier aufdreht, dass ich jetzt früh 8 Uhr oder am besten 7 Uhr 59, 59 einen Long reinpfeffern muss. Nein, ich kann mir das ruhig erstmal ein bisschen angucken. Ja, und wenn ich aber sehe, dass der hier oben weiter treibt, auch über 6,40, auch über 6,70, dann sind das Punkte, da würde ich mir persönlich ein paar Longs probieren einfach. Ja? Ich würde es probieren. Weil letzten Freitag immer und so weiter und so fort. Ne? Sollte der aber per Abwärtsgap reinkommen oder so in die Richtung von dem, was hier vorgestern passiert ist, ne? Auf dieses Aufdrehen hier oben an der 670, ja, auch hier das Aufdrehen, ein bisschen größer, ne? Aber das gleiche Prinzip, ja, weil das ist auch Rücklaufmarke, hier war es auch die Rücklaufmarke. Sollte der jetzt hier richtig nach unten wegtreten und der steht 10 Uhr unter 5,90, dann hat er einen Konter drin. Und dann geht er an die 5,10. Und wenn eine 5,10 ist, dann probiert er auch ein Stück mehr jetzt zum Freitag. Dann probiert er auch die 4,60 und die 4,15. Ja, und daran würde ich es wirklich ein bisschen abhängig machen, wie startet der rein? Geht der über der 6,30, 6,40 in den Handel, drückt der hoch und bleibt dort stabil? Dann ist das positive Vorlage. Ja, wenn das Sentiment dann nicht gerade wieder auf plus 80 steht, ist das eine Vorlage, oben rauszugehen. Ja, am besten Fall ist das Sentiment vielleicht sogar negativ. Na, dann ist das eine gute Chance, oben ein paar Punkte sich zu holen. Und wenn irgendwas nicht passt, dann lasse ich den Trade bleiben. Dann mache ich nicht einfach irgendwas aus Gnatz, weil das in der Analyse besprochen wurde. Nein, dann lasse ich es bleiben. Das ist Chartanalyse und das ist charttechnisches Trading. Wir traden genau dann das, wenn der DAX, wenn der Markt das bestätigt, was wir haben wollen, in dem Szenario, wie wir es sehen wollen, dann gehen wir mit. Ja, nicht aus Protest, nicht aus Gnatz, nicht aus schlechter Laune und auch nicht aus Frust. Auch nicht aus Ärger und auch vor allen Dingen nicht aus Angst, irgendwas zu verpassen. Das ist auch gar kein guter Wegbegleiter. Ne? Meine größten Verluste habe ich immer dadurch gehabt, dass ich Angst hatte, irgendwo nicht mit dabei zu sein. Da habe ich immer Quatsch gemacht. Immer. Ja, dass ich irgendwo einen Gewinn verpasse und damit meine vorherigen Verluste nicht ausgleichen kann. Damit habe ich es nur immer, immer, immer schlimmer gemacht. Ja? Also, Punkt. Wir gehen neutral rein, gucken uns das an, was er bringt, und unterhalb von 5,90, 10 Uhr wäre ein Anzeichen dafür, dass er unten rausarbeiten will. Ja, arbeitet er oben über der 6,30, 400 rum, über der 6,30, 6,40 rum, gute Vorlage oben, geht er unten raus, hat die 5,10, 4,60 und 4,15 zum Freitag auf der Brust, oben 6,70, 700, 7,50, 7,50 sperrt bestimmt, aber der geht dann auch auf die 800, glaubt mir. Ja, gut. Also in diesem Sinne mache ich hier das Video zu. Tagesschau brauchen wir nicht gucken. Die Tageskerze ist vom Tagesumfang genau fast wie die vorherige. Hat nahe der Tageseröffnung geschlossen. Ist sozusagen ein Inside-Day zu gestern. Ja, für einen Monatsauftakt. Schwache Vorstellung, muss man ja klar sagen. Monatsauftakte, wo eigentlich das Geld reinkommen soll, das haben wir nicht gesehen. Es ist im vorherigen Tag einfach nur oszilliert. Ne? Ist hoch, runter, hoch, runter. Das ist schwach. Aber er hat eben auch keine Verkaufssignale gesetzt. Der Trigger ist nicht umgelegt worden. Und er bleibt weiter gültig. Können wir mitnehmen. Ja? Gut, also, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Ich wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö. Nee, sorry, am Sonntag hören wir uns wieder. Schönes Wochenende schon mal. Ciao.